siehst auf jeden Fall, da du höhere Inni hast, siehst du, Rafim würde ihn töten, wenn du es nicht verhinderst. Ich denke, dann würde ich ihm zuvorkommen. Und ihn töten. Wie zuvorkommt von dir. Du kannst auch sehen wie, und hören, wie Boltax angelaufen kommt und dann, wenn du ihm den Kopf abschlägst, neben dir stehen bleibt. Ja, verdammt. Maraskana, schon wieder Maraskana. Hört das denn nie mehr auf? Geht es euch gut? Ja, einigermaßen, danke. Hervorragend. Lässt dich dann wie von einer Tarantel gestochen los und schiebt sich ganz weit außen rum um die Toten herum zu Hermine in die Richtung, die hoffentlich mittlerweile zurückgekommen ist. Ja, ein ausgezeichneter Schlag, Zulamin, ein ausgezeichneter Schlag. Ich glaube, das hätte sehr, sehr unschön werden können, wenn wir sie zu Ende hätten zaubern lassen. Ich habe nicht darauf geachtet, was sie genau tun, aber... Na, sie hätten bestimmt wieder Feuer geworfen. Diese Spinner haben mir meine Rüstung angekokelt. Ah, Serpentilio. Zulamin lächelt dir entgegen. Löst die Rosenbrosche von ihrem Gewand und steckt sie dir an. Mit Dank zurück. Ja, es freut mich, dass ihr eure Freude daran hattet. Hippolyta gibt Abel mir die Hand und zieht ihr nach oben. Ja, wenn ihr möchtet, kann ich euch auch noch etwas Heilung anbieten. Nein. Lasst euch nicht entmutigen. Die haben so aus dem Hinterhalt angegriffen. Immerhin wusstet ihr als erstes, dass es eine Falle ist. Ja, das bin ich nun nicht geholfen. Ich muss besser vorbereitet sein. Ich dachte, ihr seid ein Kampfmagier aus Betana. Ja, die Hinterhalte sind auch nicht gefeit, wie ihr seht. Diese verdammten Nachtwinde. Wir sollten uns in Zukunft tatsächlich auf solche Gegebenheiten vorbereiten, fürchte ich. Hey, alles in Ordnung bei euch? Haben Sie euch erwischt? Nur mein Stolz und nun ja, der Rest regelt. Nun ja, ich werde schon auf die Beine kommen. Während der Ring heiß an deiner Hand glüht und der Balsam eben auch deinen Körper und deine Matrix wiederherstellt, kannst du wohl erkennen, dass einer der Nachtwinde vor dir einer der Brüder aus dem Laden ist, die so unhöflich in Elberum zu euch waren. Ich dreh die noch mal. Verdammter Bastard. Und ihr euch? Ja, wart ihr nicht dabei im Laden? Ach nein. Das ist einer dieser Kerle aus... Was war denn? Zaubern, glaube ich? Zaubern? Nee, wo war's? Elberum. Elberum. Das Elberum. Ich sagte es schon einmal, ich wiederhole es gerne nochmal, das war töricht von denen, diese Stadt zu verlassen. Ich frage mich, ob der andere Bruder auch unter den Toten ist. Brüder, meint ihr diese Buchhändler, von denen ihr gesprochen habt? Ja, genau, die. Schauen wir mal, was sie haben. Ich würde ihnen mal eiskalt fleddern. Also, falls ihr Leichen von denen sucht, einer ist noch drüben im Gebüsch und er hat so eine Flammenlanze geworfen und halb auf dem Weg ist auch einer. Ja, sehr gut. Diamant, ist schön, dass ihr euch auch freiwillig gemeldet habt zum Leichensammeln. Hol du mal die von da hinten, ich hol die Zulamin umgebracht hat. Ich würde jemanden durchsuchen, wie gesagt. Also. Ach, Scheiße. Wenn sie beide hier waren, heißt das dann, dass niemand mehr in dem Buchladen ist? Du kannst mal eine Alchemieprobe würfeln, Abelmir. Okay. Oder Holzbearbeitung plus 5. Was ist das für eine Ableitung? Ja, das erkläre ich gleich. Viel Gifte? Nee, wahrscheinlich nicht, oder? Nee. Also sie haben auf alle Fälle, der eine hat 6 Tränke bei sich, einer davon ist getrunken. Du kannst einen Ring abziehen, wenn du möchtest, zumindest trägt er einen Ring. Und einen Stirnreif, derjenige, der vor dir liegt. Ich würde vorher mal ohne Arkanen werfen, ob magisch sind. Und du siehst, dass er wohl einen Magierstab mit Kristallkugel hat aus einem komischen Holz. Das Holz kennst du allerdings nicht. Serpentino, kennt ihr diese Tränke? Ich schwenke mal, halt die mal so eine Hand. Was? Lasst mich einmal sehen. Ich sehe mir die an. Kann ich mit Gesichtsprobe etwas sagen von außen? Oder sind die vielleicht beschriftet? Die Tränke meinst du? Ja. Also, die sind beschriftet in irgendeiner Geheimschrift, aber du kannst dran riechen. Welcher? Ich kenne einige.
Kann Akanil, Nanduria, Altes Zelemia? Akanil. Dann ich kann mich zu weit aus dem Fenster gelehnt haben, Sekunde. Aber du kannst es auf alle Fälle... Ich kann Akanil! Ja, deine Alchemieprobe ist trotzdem gut genug, also deine Theorie davon. Es sind zwei Heiltränke D, es ist ein Heiltrank C, es ist ein Astraltrunk E, ein Antidot, ein Willenstrunk und ja, wie gesagt, der Transversalis, ein Ring. Es ist ein Ring und ein Stirnreif. Ich würde jetzt mal Udem wirken auf Sichtbereich. Es sind mir gelungen mit 8 Punkten jetzt auch noch übrig. Ja. Und gucken, ob da überhaupt Magie innewohnt in dem Ring, bzw. dem Stirnreif oder beides. Stab, ja, genau. Stab wahrscheinlich schon. Im Stab auch. Adapter, könnt ihr euch den Hirten ansehen, ob ihr etwas für ihn tun könnt? Ach so, ja, selbstverständlich. Wenn Meister Abel mir meinen Balsam nicht braucht, dann würde ich diesen Hirten hier wieder zurückholen. Nein, macht ruhig. Tja, dann kniet sie sich neben dem verletzten Ferkina ab und heilt ihn. Ich würde derweil mal den Diamantes getötet hat, durchsuchen und dann auch ja, zu den anderen schaffen. Also. Dann findest du einen Zauberstab. Er hat da zusätzlich eine Kristallkugel. Also ist nicht modifiziert. Also der eine hatte einen Zauberstab mit Kristallkugel und er hat beides. Also nur einen Zauberstab und nur eine Kristallkugel. Brennglas, Prisma und eine Schale der Alchemie hat er wohl dabei. Er hat ein merkwürdiges Pulver dabei und ein Tintenfässchen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tränke. Alles klar. Ich mache auch mal ein Odem auf den Sichtbereich. Ich weise übrigens darauf hin, dass sämtliche Ritualgegenstände als unmagisch lesen sollten, weil die Bindung mit dem Todesbinden erledigt. Genau. Die Staube ist nach einem Jahr, glaube ich. Dir fällt auf, dass sein Gürtel leuchtet. Ja, dann würde ich den auch an mich nehmen. Den Gürtel, ja. Genau, und... ich kenne da nichts. Ist das ein Ledergürtel? Das ist ein Ledergürtel, ja. Okay. Ja, dann würde ich die Sachen auch mal zurückbringen. Mit Pissflecken. Naja, wir wissen zwar nicht, aber keine Ahnung. Das ist ein Artefakt, das ich tragen kann. Das ist ganz cool. Ist nicht aus Metall. Yes! Nur musst du hoffen, dass das Artefakt keinen Auslöser hat, Blutsverwandte des Erschaffers. Yep. Oder ähnliche Fiesigkeiten. Oder einen Auslöser hat, wenn nicht Blutsverwandte des Erschaffers, dann Löser aus Ignisfero. Aber darüber... Es sind Nachtwände, ich würde es denen zutrauen. Ich gebe erstmal alle Artefakte eh an dich, dass du die analysierst. Ich bin kein Analytiker, hält sich das für Nerds? Ja. Ja, so könnt ihr gemeinsam wieder dabei zusehen, wie der Ferkina sich so ein bisschen seine dreckige Robe abklopft. Und dann nach den 5 Minuten auf seine 3 toten Brüder blickt, die dort nach und nach sich auch so ein bisschen zurückverwandeln. Sieht komisch aus, wie dann der eine wohl noch eine Pranke hat, während die andere Hand wieder menschlich wurde und das Fell so nach und nach ausdünnt und ausfällt. Dieser rote Faden, der dann immer dicker geworden ist in dem Wasser, ist jetzt wohl mittlerweile auch zumindest bei dem einen ganz erloschen. Im Zeitraum des Kampfes hat sich dann natürlich aber auch wieder neu eingefärbt durch die anderen Opfer, wenn sie dann irgendwie reinbluten in diesen See. Durch das matschige Wasser, durch die Verwirbelung. Ja, und so habt ihr einen neuen Kampfplatz erschaffen auf dem alten. Hab Dank, ihr mich gerettet. Aber Brüder tot. Nun, ich denke, ihr werdet sie bestatten wollen. Sie werden verbrannt. Nun, ihr werdet sie alleine nicht transportieren können. Habt ihr es weit bis zu eurem Dorf? Ja, wie verbrennen sie hier? Ich fälle Holz. Tut das. Ja, blickt sich so ein bisschen prüfend um. Hier in der Gegend viele Sandlöwen. Sie dürfen nicht fressen von Brüdern. Aber ich mache. Und zustimmend. Ja, er hat an sich selbst noch so ein kleines Handbeil und würde dann ein bisschen in die Büsche gehen und da so ein bisschen dann abschanzen,
sodass er dann nach und nach so ein bisschen Brennholz oder sowas zusammenklaubt. Ob das wirklich brennen wird, ist eine andere Frage, aber vielleicht ist seine Klugheit auch gar nicht so groß, dass er sowas dann beurteilen könnte. Und irgendwann nach 5 Minuten geht er dann erstmal wieder zurück an den See und zieht dann seinen Bruder aus dem, aus dem Fluss, aus dem See heraus. Was tut ihr dabei? Naja, also er hat nicht Unrecht. Ich denke, wir sollten die verbrennen. Ja, das ja, lässt sich wir arrangieren. Wir sollten sie auf keinen Fall im Wasser liegen lassen. Guckt mal, ja. Das habe ich bei dem Mann gefunden. Ein paar Tränke und einen Gürtel und es war wohl ein Magierstab und eine Kugel und eine Schale der Alchemie. Ja, habt ihr schon herausgefunden, welche Magie in dem Gürtel wirkt? Noch nicht, nein. Ich würde es euch überlassen. Ihr seid da fähiger. Nun gut, wenn wir Zeit haben, wenn wir hier übernachten wollen, können wir hier wirklich eine Lagerstätte aufschlagen. Ach nein. Da fänden wir es ein. Serpentilio, würdet ihr kurz mitkommen und euch was da vorne angucken? Serpentilio. Einen Moment lang sieht er aus, als würde er gerade einen Mord erwarten. Statt er sich zu fangen. Sicher, doch einen Moment. Komm mal mit. Und du merkst, dass Seraphim hinter irgendeinem Stein mit dir verschwinden will. Das sind die Tränke. Schau sie dir doch einmal an und sag mir, was das ist. Ja, natürlich. Ich nehme irgendwie den Gurtbehälter oder was er mir gibt. Streich den erstmal ein und sehen wir das später an. Ja. Aber mir hast du die vorhin mitgeschrieben? Es waren 2D-Heiltränke und Kann ich dir auch sonst später im Forum nochmal sagen. Okay, denn ich nehme an, du möchtest sie deinem persönlichen Vorrat zuführen. Ich würde der Gruppe zur Verfügung stellen, würde ich sagen. Okay, dann erinnere mich jemand dran, dass wir es nachher ins Dokument eintragen. Ja, wenn die im Forum stehen, dann machen wir das. Gut. Und dann gehe ich hinter Raphim her. Der Guardianum ist immer noch an, wenn seitdem keine Spielrunde vergangen ist, weil Paranoia. Irgendwie so leicht glitzernd, immer wenn irgendwie ein Blatt daran langstreift, marschieren wir dann durchs Gebüsch. Ich sehe den beiden etwas skeptisch nach und denke mir, was wird das jetzt? Ja, ein Gespräch in der Meinung? Sie gehen die nächste Ebene ihrer Freundschaft. Vielleicht gründen sie einen Kampfclub. Ja, du merkst, wie Raphim sich dann umdreht, dich anschaut. Ich hatte das ganz vergessen, aber könnt ihr euch was für mich anschauen? Ja? Ah, wunderbar. Du merkst, wie er etwas in seiner Tasche rumkramt. Oh, scheiße, wo hab ich's hingelegt? Ah, dass ich immer so viel Fleisch dabei habe. Gut, dass ich immer so viel Fleisch dabei habe. Hier. Und er hält dir einen Ring hin. Ich nehme den vorsichtig mit 2 Fingern. Könnt ihr mir sagen, was der tut? So etwas herauszufinden, bedarf für gewöhnlich einer eingehenderen Analyse, die Stunden oder Tage dauern könnte. Wir können uns allerdings darum kümmern, Abelmir und ich. Naja, ich glaube, Abelmir würde nicht gefallen, wo der Ring herkommt. Ich glaube, euch auch nicht, aber bei euch ist es mir egal. Ich ziehe eine Augenbraue hoch. Wo kommt er denn her? Naja, von der Hexe. Nun, hexische Artefaktmagie ist seltsam, nach allem, was ich höre. Gesehen habe ich noch keine. Nichtsdestotrotz könnte es besser sein, wenn sich jemand, der kundiger ist, sich die Sache ansieht. Aber wenn ihr wollt, sage ich Abelmir, wir haben ihn von einer Leiche gezogen. Naja, wie auch immer, Hauptsache ich kriege ihn wieder und ihr sagt mir, was das Ding kann. Selbstverständlich doch. Ich hoffe ja, dass ich dann auch so Feuerbälle werfen kann, das war ja sehr beeindruckend. Auch das lässt sich arrangieren, wenn ihr mir etwas Zeit gebt. Ihr wirkt ja auf einmal viel sympathischer. Versuche, ungezwungen zu lächeln. Nicht sehr erfolgreich. Und dann gehen wir zurück, nehme ich an. Schwitzt ihr immer so stark, oder ist das... Nur, wenn man mit Feuerbällen nach mir wirft. Ihr könnt sehen, wohl der Ferkina kurz mit Hassan spricht, aus seiner verdreckten Robe einen zerknitterten Zettel hervorholt, den Hassan dann nach einem weiteren kurzen Gespräch weitergibt an Zulamin. Das ist ein Steckbrief. Tatsächlich, zeigt einmal. Ja, kannst du auf dem zerknitterten, verdreckten Zettel erkennen, wie da wohl die Gruppe von euch gezeichnet ist. In nicht so überragender Qualität, aber die Merkmale sind dann zu erkennen. Eben einfach, weil deine Brüste wohl besonders hervorstechen, also deine Schönheit soll betont werden. Weil Boltax eben besonders klein gezeichnet ist und Raphim besonders groß. Also all die Attribute, die euch auszeichnen, auch wenn es bei dir halt nicht die Brüste sind. Aber es muss halt irgendwie
zu lesen sein für jemanden, der nicht lesen kann. Und so ist dann eure Gruppe dort abgebildet mit einer großen Zahl. Auf eure Köpfe sind wohl 1000 Dukaten ausgesetzt. Pro oder insgesamt? Insgesamt. Oder Hinweise, also das ist da jetzt nicht so ausführlich, aber für eure Gruppe ist ein Kopfgeld von 1000 Dukaten ausgesetzt. Von wem? Bin ich da auch drauf? Du bist da auch drauf, ja. Mit oder ohne Maske? Du bist da, ich müsste jetzt gerade überlegen, das letzte Mal, also als du in Elberum warst, hattest du die Maske auch schon? Genau, das würde nämlich, ja, also das erste Mal in Elberum nicht, aber das zweite Mal im Elberum. Nee, also dann das letzte Mal, seitdem du das letzte Mal in Elberum warst, hat sich dieser, also ausgeschrieben wurde das Kopfgeld wohl von der ehemaligen Sultana von Elberum. Hat sie also ihre Spielchen aufgegeben? 1000 Dukaten. Ganz schön geizig. Aber naja, sie war ja knapp bei Kasse zuletzt. Hatte nicht mal Geld, um den Raya-Tempel wieder instand zu setzen. Für den Preis hätte sie auch fast mal einen Kontrakt kaufen können. Ja, so wie ich es getan habe. Ganz genau. Nun, wir könnten uns ja theoretisch stellen und die 1000 Dukaten einstreichen. Dann hätten wir ein bisschen was in der Portokasse. Nun, ich denke, die Sultana von Elbrum ist tot, nicht wahr? Das war Iphemia von Nauabad. Ja, aber das weiß noch keiner. Das heißt, wenn diese Steckbriefe selbst hier in den Bergen kursieren, werden wir vermutlich schon in Keshal-Tarif Probleme bekommen. Ich nehme einmal an, dass dieser Steckbrief nicht wirklich in den Bergen kursiert, sondern aus Zorgan mitgebracht wurde. Wenn dies denn die beiden... Aber mir habt ihr den anderen Bruder gefunden? Hab ich? Boltax hat er den gefunden. Ah, dort. Zeig mal den Leichnaufen. Wenn dies die beiden Buchhändler sind? Es scheint so. Dann werden sie ihn aus Zorgan mitgebracht haben. Elberum, verzeiht. Ja, die waren doch auch hier. Drucker oder wie das auch immer heißt. Also, Druckerei. Was das angeht, dann müsste doch in Elberum auch jetzt der Buchhandel leer stehen, oder? Nun, der wird nicht allzu lange leer stehen. Dann sollten wir uns umso mehr beeilen. Hey, hier. Ich habe auch welche von denen bei den anderen gefunden. Das sind ein paar Dutzend Stück, die haben echt viele gedruckt. Naja. Gebracht hat's ihnen nicht. Nun, ich muss sagen, dass ich an diesen Büchern durchaus auch interessiert wäre. Aber vielleicht wollen wir erst einmal sehen, wie es in Keshal-Tarif läuft. Wenn man dort schon versucht, uns zu verhaften. Nun, dann sollten wir von einem Besuch in Elberum wohl eher Abstand nehmen. Wir könnten von außerhalb der Stadt hineintransversalisieren und die Bücher greifen und wieder hinausrutschen. Das klingt vernünftig. Naja, aber das klingt ja trotzdem nach einem Plan, den wir erst nach Keshal-Tarif durchführen können. Ja, auf jeden Fall. Ihr habt recht. Lasst uns erst einmal um die Sache, die jetzt gerade anliegt, zu kümmern. Aber wenn beide Brüder hier sind, denkt ihr, dieser Spuk hat damit ein Ende? Nun, ich fürchte nicht. Ich fürchte, die Kabalja besteht mehr als zwei Leuten oder fünf. Nun, ja. Ich denke, das ist doch ein... Wie soll ich sagen, ein sehr nischiges Thema ist, das diese Kabalia bedient. Magiekundige, die Magiekundige hassen? Wie viele davon kann es wirklich geben? Nun, jeder menschliche Magier. Hoffen wir doch mal, dass sich nach den letzten zwei Fehlversuchen nicht einscheißen und den Mut verlieren. Das Ganze könnte sonst noch richtig machen. Nun, diese Fanatiker, den kümmert es nicht, ob leben oder sterben, vermutlich. Naja, das ist ja eine vernünftige Ansicht. Nun ja, die einen sagen so, die anderen sagen so. Was meint ihr übrigens, wie das politisch aussieht? Ich meine, wenn die Sultana von Elberum ein Kopfgeld auf die Wesira von Yanka aussetzt, was soll die Maharani davon halten? Nun, ich vermute, sie weiß davon noch gar nichts. Naja, wenn ihr möchtet, können wir daraus mit Sicherheit einen Kriegsgrund fertigen. Ach, ist es die Stadt Elberum in euren Namen erobern. Das können wir hin. Und jetzt lacht nicht.
Ja, ein Casus Belli, nicht wahr? Ja, ja. Ja, da weiß bestimmt Rabenmund mehr dazu. Dem sollten wir das mal anvertrauen. Der wird sich sicherlich darum kümmern. Gut. Vielleicht hatte die ja Vorfahren, die mal aus Elberum kommen oder so. Irgendwas fällt uns schon ein. Ich meine mich zu erinnern, dass einer meiner Vorfahren dort einmal im Palast residiert hat. Da seht ihr. Das ist ja im Prinzip dann euer Palast. Was wollen wir die da jetzt tun? Nun ja, ich denke, wir haben fürs Erste Wichtiges zu tun, aber wir sollten das auf jeden Fall im Kopf behalten, sollte uns jemand in Kishal Tarif Ärger machen wollen. Nun, Serpentilio, ihr wolltet es auf euch nehmen, die Leichen anzustecken? Wenn ihr sie doch auf einen Haufen bringen könntet. Gut, dann lasst mich noch kurz mit dem Hirten reden. Seine Versuche sehen mir doch recht hilflos aus. Ich will ihn fragen, ob es ihm recht ist, wenn wir seine Brüder mit den anderen verbrennen. Und das tue ich dann auch. Ach, in der... Ja, was? Der Magier hat angeboten, den Scheiterhaufen zu entzünden. Möchtet ihr die Leichen eurer Verwandten dazulegen oder euch selbst um sie kümmern? Meine Brüder brennen. Gut, dann überlassen wir das ganz euch. Ihr verbrennen Maraskana? Die anderen, ja. Nein. Sie sollen gefressen werden von Tiere, von wilden Tiere. Hier viele Silberlöwen. Ich denke, das ist egal. Hauptsache, sie vergiften nicht das Wasser. Wasser nicht giftig. Wasser gut. Wasser zum Trinken. Ja, und das soll auch so bleiben. Ich denke, wir werden sie trotzdem verbrennen. Wir wollen sie hier nicht liegen haben. Menschenfleisch ist gutes Fleisch für Tiere. Ja, nicht. Sie haben unreines Blut. Sie nicht verbrennen. Das Feuer brennt die Unreinheit ab. Er zuckt mit den Schultern und sammelt weiter Zweige. Zulamin zuckt die Achseln und teilt Serpentilio mit. Nun, er kümmert sich um seine eigenen Angelegenheiten. Er ist dagegen, dass wir die Leichen der Maraskana verbrennen, aber ich denke, uns ist es lieber, wenn sie niemand findet. Oder zumindest niemand identifizieren kann. Was denkt ihr also? Ich denke, es ist besser, sie zu verbrennen. Nun gut, dann tretet am besten allein in zwei große Städte zurück. Jetzt wäre es cool, irgendwie in Arach näher zu können und irgendwelche Aasfresser zu rufen. Kann ich aber nicht, also zünden wir sie an. Mach mal ganz easy aus dem Handgelenk einen brennenden Drachenglut. Ich würfel das eben kurz, nur für den Fall, dass wir patzen. Vermutlich muss ich da irgendwie 2-Schritt-Reichweite rauf modifizieren, ist alles nicht so wichtig. Und dann, ist natürlich nicht Drachenglut, sondern Inferno, meine ich, der Flächenzauber halt. Wie heiß brennen dann die Körper? Das ist ein normaler magischer Brand. So, der geht nach... Also der fängt jetzt an einer Stelle an und breitet sich pro Kampfrunde um einen Schritt aus. Das wird also ein ziemlicher Flächenbrand. Entsprechend lasse ich ihn auch fallen, sobald die Flammen die Leichen vorher gefangen haben. Ich weiß nicht, wie groß dieser Haufen realistischerweise wirklich ist. Vermutlich hätte ein kleinerer Zauber gereicht, aber whatever. So, das sind 2-6 TP pro Runde, falls das irgendwie für dich wichtig ist. Ansonsten, wie gesagt, das ist ein magisches Feuer, aber es ist jetzt nicht irgendwie Drachenglut. Ja, so 700 Grad oder sowas. Und sobald die irgendwie von selbst Feuer gefangen haben, lasse ich den Zauber dann fallen, damit er sich nicht weiter ausbreitet. Und ja, also die müssen ja nicht weg sein, die müssen halt nur verbrannt sein. Ja, also dass das Fleisch weg ist, die Knochen bleiben noch liegen. Hätte ja sein können, dass es so wie 3000 Grad ist oder so. Eben nicht, genau. Ja, gut, alles klar. Kostet mich 21 ASP. Autsch. Okay. Ja, teuer, so Nachtwinde zu bestatten. Und ihr könnt noch einmal an einer sauberen Stelle eure Wasserflaschen auffüllen und weiterreiten. Von hier aus ist es nur noch ein sehr kurzer Weg in Richtung Kishal Tarif, die der ein oder andere von euch ja schon im 35-Tage-Krieg besucht hatte. Ihr könnt die Stadt auch wiedererkennen, wie sie dort vor euch liegt. Sie ist ja
nicht wirklich lebendig. Der Staudamm existiert selbstverständlich noch, die Felder sind wenig bewirtschaftet. Es gibt aber auch nicht so sehr viele Bauern, vor allem jetzt auch zu dieser Jahreszeit im Firon gibt es wenige. Und es gibt auch kein großes Geschrei oder so etwas von dieser Klosterfestung. Ist es auch nicht. Also es ist generell wenig los. Ihr könnt aber erkennen, dass wohl Wachposten nicht nur unten an den Stadttoren, sowohl, also unten an den Stadttoren erkennt ihr vier und oben, das könnt ihr dann durch die Perspektive erkennen, könnt ihr noch weitere 10 erkennen. Und im Inneren dieses Klostergartens gibt es wohl weitere, die da wohl patrouillieren. Alle könnt ihr da nicht entsehen, einfach aufgrund der Mauern, aber es sind eine ganze Menge Wachen da. Die kommen wohl nicht so sehr aus Elborum, sondern vielmehr aus Zorgan.